Hallo Freunde, ich bin wieder da mit einem Kavatzer Lehrvideo. Heutiges Thema, wir machen aus den vorigen Lehrvideos heute weiterführende Übungen. Die werde ich heute gestalten, wie immer mit meinem Assistenten Ferhat Kocak. Hallo. Und wir steigen heute ein, wie gesagt, zuerst einmal mit den leichteren Übungen und die zeige ich euch dann weiterführend fortgeschritten. Nicht vergessen, die ganzen Übungen, wie ich es auch in vorigen Videos immer erklärt, vorsichtig machen und langsam machen. Und mit Leuten machen, die es natürlich machen wollen, damit das Ganze auch dann sicher ist und hier keine Verletzungsgefahr sich quasi ergibt. Wir stellen uns in die Position, ich könnte eine x-beliebige Position nehmen. Wir machen das hier aus der Auslegerposition. Wir machen es ein bisschen breiter auch, damit man auch ein bisschen mehr einsieht, was wir hier tun, von der Optik her. Und wie gesagt, von der Bewegung her werden wir uns natürlich auch so weit bewegen, soweit es auch hier in der Kamerawinkel hier erlaubt, damit wir auch im Bild bleiben. Aber wir geben mal Bestes, schaut genau zu. Wir beginnen in der Position, ich habe jetzt hier eine leichte Auslegerposition. Ich nehme jetzt hier eine Parallelposition, eine leichte Parallelposition an. Und wichtig ist, wenn wir uns positioniert haben, unser Fokus nach vorne. Und hier decke ich ein bisschen auch die Körperweite hier ab. Und was wir jetzt machen, auch das, wie gesagt, in der vorigen Video schon mal gesehen, wir ziehen hier nach unten mit einer Hand und der anderen greifen wir gleichzeitig an. Hier passiert Folgendes. In der ersten Übung werden wir es so machen, dass der Partner mal das hier nicht abwehrt, eventuell vielleicht nur kontert. Und ja, wir haben rein, schauen wir uns gerade mal langsam mal an. Wir starten hier. Eins, hier entsteht jetzt ein Treffer und ich habe das Ganze hier mit dem Handballen. Ich könnte es natürlich auch schließen, aber ich finde den Handballstoß ein bisschen mehr effektiver, weil hier mehr Fläche abgedeckt wird. Und wir starten dann hier Konterschläge. Bei den Konterschlägen könnte es hier elementar entweder in Handkanteschläge oder Fingerstiche gehen für Staatskampfsituationen, wo ihr euch selbst verteidigen müsst, vielleicht in Gewaltpräventionsübungen, kann man das genauer erklären. Oder wir machen das eher ein bisschen mehr Kickboxen oder Boxenmäßig, also kampfsporttechnisch mit Faustschlägen, also Faustkampf. Ich zeige mal das Ganze mit Handkantenschlägen vorher mal her. Wir gehen 1, 2, 3, 1, 2, geht man auf verschiedenen Kombos hin. Oder man macht das Ganze hier. Eins geht in die Deckung und macht hier dann die Kombination aus Faustangriffen. Schauen wir uns das Ganze mal ein bisschen schneller an. So. Und wieder langsamer. Immer schön, wenn ihr angreifen tut, über die Schulter, damit ihr auch Durchschlagkraft habt. Wichtig ist, stoppt das nicht irgendwo hier ab oder vom Gesicht des Partners. Also erstmal baut man hier die falsche Distanz auf. Man entwickelt auch Hemmung zum Schlagen. Hier gehe ich drüber, die Hemmung ist weg und ich habe auch eine effektive Länge, die ich auch dann hier beim Gegner dann quasi als Impact einsetzen kann. Gut, das Ganze nochmal ein paar Mal und dann. Gut, das war jetzt mal Lektion 1. Wenn wir mit dem Angriff kommen, der Partner gibt einen Konter, wir decken uns leicht nach zur Seite ab, ziehen den Ellbogen höher und machen dann Folgeschläge mit Handkantenschlägen oder Faustkombinationen. Es gibt ein folgendes Lehrvideo, das könnt ihr euch anschauen, wo das exklusiv nur das hier erklärt wird. Aber ja, heute wollen wir fortgeschritten arbeiten. Nächster Punkt, wir machen jetzt den Sehnen-Einstieg und hier kann man jetzt kombinieren die Übung mit ja, Nachgeben variationsreich. Wie schaut das aus? Wenn der Partner in der Position steht und der blockt quasi den Schlag, wenn er den hier blockt, komme ich hier nicht durch, aber trotzdem. Wichtig ist hier Folgendes, ihr wisst ja nicht, dass er blockt, das heißt, geht es immer beim Angreifen auch wirklich dann im Ernstfall auch immer quasi richtig aufs Ziel mit Partnerübung immer vorher absprechen, dass er hier der Druck noch drauf ist. Jetzt gibt die Möglichkeit A, ich kann hier nachgeben mit einem spitzen Ellbogen kontern und dann hier einfach eine Kombination aus Ellbogenangriffen machen. Ich schaue das Ganze nochmal an.
1, Ellbogen, 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 Ellbogen. Abwehren wieder. 1, 2. Dann immer den Partner aufmerksam machen, dass er abwehrt. Weil wenn man wirklich ein bisschen aufs Ziel geht, kann es sein, dass man ihn ernsthaft trifft. Variation 2 ändert sich am im Einstiegbereich nicht viel. 1. Jetzt statt den Ellbogen klappe ich drüber, komme hier mit dem Handkantenschlag und mache dann quasi das Ganze als Abschluss für das weitere Handkantenschläge. Nochmal, ich wandere drüber, klappe runter, für Fortgeschrittene eine gute Übung. Andere Variation, Einstieg, drüber, öffnen. Also ich ziehe hier am Beuger, kommt der Schlag als Handkante, kann entweder wieder so weitermachen oder aber auch kann hier öffnen und in die Guillotine gehen, wie man auch mal gelernt hat, gibt es auch ein extra Video dafür. Nochmal. Zug und Guillotine ansetzen. Handkantenschläge. So, hier sieht man, man kann es wirklich sehr gut kombinieren, weil, wie gesagt, der Aktionsteil ist ja der Kreativitätsteil. Wenn ihr den Kreativitätsteil erhöht, könnt ihr auch hier natürlich viel mehr machen und müsst nicht bei einer Übung bleiben. Basics sind aber sehr, sehr wichtig. Das heißt, ich muss hier wissen, wie steige ich in den Angriff ein. Wenn wir das Ganze nochmal anschauen, können wir das Ganze noch mit tiefen Angriffen kombinieren. Das heißt, ich kann hier wieder 1 und kann hier einen Angriff für Takedown Single Leg machen. Außen Single Leg. Oder ich gehe innen Single Leg. Die Kombinationen führen, wie gesagt, dazu, dass ihr mehr Kreativität habt, dass ihr im Kampf dann auch wirklich vielseitig seid und nicht auf eine Bewegung euch fixieren müsst. Hier, das ist wirklich fortgeschritten, diese Verknüpfung, diese Verkettung ist sehr, sehr wichtig. Ja, wir können uns das Ganze jetzt mal anschauen. Ich zeige das Ganze jetzt mal in einem Modus, wenn ich es einmal selber für mich trainiere. Das heißt, der Partner hier wird zwischendurch blocken, zwischendurch nicht blocken. Wir werden das in einem normalen Tempo machen. Wichtig ist, ich weiß jetzt nicht, wann er blocken wird und wann er blocken wird. Nur machen, wie gesagt, wenn ihr da gut drauf seid, mit den Übungen und schon wirklich Übungen habt, quasi viel Bewegungserfahrung habt. So, ihr habt es gesehen, ich habe ihm jetzt nicht gesagt, wann er blocken soll oder wann nicht. Hier geht es darum, wie gesagt, in der Funktionalität zu bleiben. Um das Ganze so umzusetzen, wie ich es gemacht habe, braucht es wirklich viel Übung. Aber es wird sich auch mit der Zeit dann, ja, wenn ihr es oft und fleißig übt, auch hinkriegen. So, für das einzige Video, für das heutige Video war es das mal. Ich möchte mich bedanken, dass ihr zugeschaut habt. Vor allem möchte ich mich dafür bedanken, dass wir die Marke 100 Abonnenten geknackt haben. Und dafür mein ganzes Dankeschön von Herzen. Und bleibt dran, kommentiert in der Kommentarsektion. Bitte schaut auch rein, in der Beschreibung steht auch ziemlich viel drin. Wenn ihr direkten Kontakt mit mir wollt, stehen auch Informationen in der Beschreibung drin. Auf meinen anderen Social Media Plattformen bin ich auch noch vertreten. Da könnt ihr auch gerne mir folgen oder Nachrichten hinterlassen. Was anderes ist auch,
Aktiviert die Glocke, dann seid ihr auf dem Laufenden. Wir machen sehr viele Videos. Wir haben ab dieser Woche schon gestartet mit 2 bis eventuell vielleicht 3 Videos zu produzieren. Vorerst mal 2, vielleicht werden es dann 3 Videos werden. Das andere ist, ihr könnt, genau, das wäre sehr wichtig, wenn ihr die Videos auch liken tut. Und wenn ihr Fragen habt, stellt mir die Fragen in die Kommentarsektion, da werde ich euch dann über den Bereich dann euch antworten. Wie gesagt, viele Informationen auch in der Beschreibung zu finden. Dann danke ich euch fürs Zusehen und für eure Unterstützung und wie gesagt, bis zum nächsten Video. Peace, macht es gut.